Elfter, ja natürlich. Ey, das Spiel hat beinahe nichts mehr mit Können zu tun, sondern nur mit Glück. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Mario Kart 8 mit mir, den Thomas von PlayerGeddon. Ja, letzte Woche ist leider keine Mario Kart 8 Folge rausgekommen, da ich keine Zeit dafür hatte und ich glaube, ich habe das auch in einem Video erwähnt. Und ja, es ist mal wieder Zeit für News in der Welt von Nintendo und ich glaube, das Hauptthema in der heutigen Folge wird sein, das Nintendo Creator Program. Vielleicht werden es einige unter euch schon bei anderen gesehen haben, zum Beispiel bei Domtendo, er hat es ja ausführlich erklärt. Aber naja, ich werde es auch mal für die erklären, die es noch nicht gesehen haben. Und zwar, ich werde erstmal, glaube ich, mit den Verkaufszahlen anfangen. Die Verkaufszahlen vom New 3DS. In Europa wurde der New 3DS 160.000 Mal verkauft und in Europa 175.000 Mal. Also insgesamt circa 335.000. Was man zu den Verkaufszahlen sagen kann, ich glaube, das ist eigentlich relativ gut. In Japan war ja Rekord für die Nintendo-Konsole über 1 Million Mal in der ersten Woche. Und ja, 335.000 Mal, das lässt sich schon sehen, Ja, das fängt ja schon mal gut an hier in der ersten Runde. Und insgesamt mit den älteren 3DS-Systemen wurde die Konsole bzw. der Handheld 50,41 Millionen Mal verkauft, was sich schon sehen lässt. Also der Nintendo DS wurde, glaube ich, 154 Millionen Mal verkauft. 154 Mal wäre ein bisschen wenig, muss man schon zugeben. Und ja, jetzt kommen wir zu den Verkaufszahlen von... Na, Mann, das ist doch kacke. Von The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, also ich muss jetzt gleich auf meine schlaue Liste gucken, die alles weiß. Okay. In der USA wurde das Spiel 340.000 Mal verkauft und in Europa 230.000 Mal. Was heißt 570.000 insgesamt? Ja, warte, 340, 230, ja. Ne, 570.000, ja, 570.000 Mal wurde es verkauft. Was sich schon sehen lässt, glaube ich, zumindest. Ich arbeite nicht bei Nintendo, also kann ich es nicht beurteilen. Ey, ich verkacke so dermaßen das Rennen hier. Und die ersten Verkaufszahlen zu Monster Hunter 4 Ultimate stehen auch schon fest. 110.000 Mal in Europa, in den USA habe ich leider keine Verkaufszahlen gefunden. Ja. Also Monster Hunter, ich bin nicht so der Fan von. Ich habe Monster Hunter 3 ja für die Wii U. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Spiel gespielt. Ich habe das Spiel dann aus der Wii U rausgeholt, es in die Hülle getan und dann in den Schrank gestellt und ja, nie wieder rausgeholt. Also ihr könnt schon euch denken, was ich von dem Spiel halte. Also ich bin nicht so der Fan von. Okay, was sind die nächsten News? Ich versuche hier mal die Kurve zu bekommen und auf mein schlaues Blatt zu gucken. Ah, Mann, kacke. TV, also TVII, was seit 2012 Nintendo angekündigt hat für die Wii U, wurde jetzt abgebrochen. Also in Europa wird es nicht erscheinen. Ja, in Japan war es ja schon direkt von Release der Wii U, glaube ich. Zumindest draußen, aber in Europa wird es nicht erscheinen. Ja, wieso? Die Hintergründe sind unbekannt. Mysteriös. Okay, jetzt sprechen wir mal über das Nintendo Creator Program. Ja, Program. Ich bin wie so ein echter Amerikaner hier. Das Nintendo Creator Program. Für alle, die sich jetzt fragen, was das ist ein Programm, womit, also kleine YouTuber wie ich zum Beispiel, können sich da anmelden und dann werden die sozusagen... Ey, was ist das eigentlich für eine Scheiße, ganz ehrlich? Nee, ich komme nicht mehr damit klar. Elfter, ja natürlich. Ey, das Spiel hat beinahe nichts mehr mit Können zu tun, sondern nur mit Glück. Also das mit der Wii mir fehlen schon die Worte dafür. Auf der Wii, da hat das Können eine große Rolle gespielt und hier nicht mehr so stark. Auf jeden Fall, ich hätte die Abkürzung nutzen sollen. Kennt das Nintendo Creator Program, das ist für kleine YouTuber und das heißt dann halt so viel, dass... Wenn man aufs Blatt guckt. Das heißt dann so viel, dass die Videos... Nee, Moment mal. Nein! Ah, kacke! Ich komme nicht mehr klar damit. Also die Videos und der Kanal wird dann mit Nintendo verbunden, sodass Nintendo euch unterstützt. Ja, klingt im ersten Moment eigentlich sehr gut. Nur das Problem daran ist, dass Nintendo einiges von euch haben will. Und zwar 40% der Einnahmen. Und 40%, das kann man sich ja schon denken, dass das relativ viel ist.
Und dann muss man noch überlegen, boah, Vierter bin ich noch geworden, das ist ja geil. Und wenn man überlegt, Nintendo will 40% haben und dann geht noch ein kleiner Teil an Google. Wie viel genau, das weiß ich jetzt nicht, aber man, da hat man auch nicht mehr viel von den Einnahmen, die man hat. Und als kleiner YouTuber macht das ja auch schon einen Unterschied. Also dieses Nintendo Creator Program ist wie so ein Netzwerk. Aber das Netzwerk verspricht euch dann, dass die Nintendo-Videos nicht gesperrt werden. Das ist der einzige Vorteil, glaube ich, an dem Nintendo Creator Program. Und wenn du da beitrittst, dann musst du einen Vertrag unterschreiben. Dieser Vertrag besagt, dass du nichts Schlechtes über Nintendo sagen darfst. Du darfst wirklich nur über Nintendo reden, nicht über andere Spiele. Dann wird das Video gesperrt, wenn du das tust. Ja, und Schlechtes über Nintendo. Was ist zum Beispiel schlecht, wenn man sagt, diese Strecke ist scheiße? Dann wird das Video schon gesperrt. Also man darf wirklich nur gute Sachen über Nintendo sagen. Ja, also da kann man nicht mehr von Meinungsfreiheit sprechen, würde ich sagen. Nee. Nee. Ich komme bald nicht mehr klar, okay, gerade Strecke. Man darf nicht über andere Spiele reden. Also wenn man zum Beispiel über Spiele von EA oder Ubisoft oder so redet, von FIFA, Call of Duty oder was weiß ich, ja, dann wird das Video gesperrt, wie ich schon bereits erwähnt habe. Und man darf auch gar keine anderen Spiele auf dem Kanal mehr Let's Play, nur noch Nintendo-Spiele. Also, das wird so ein reiner Nintendo-Kanal. Und ich finde eigentlich, Nintendo dürfte da sich nicht... Also, die dürfen da eigentlich nicht mitentscheiden. Ist ja eigentlich eine eigene Entscheidung, was man auf seinem Kanal bringt. Aber nein, die wollen ja dabei auch Mitspracherecht haben. Ja, also ich glaube, diese Aktion von Nintendo, die gerät nicht so schnell ins Vergessen. Und ja, mit dieser Aktion, die schneiden sich einfach nur ins eigene Fleisch. Denn das ist ja eigentlich Werbung, wenn man Let's Plays dafür macht. Ich meine, man sagt sehr viele gute Sachen, aber man äußert auch Kritik. Kritik kann auch positiv sein. Nein, Mann. Wenn man Erster ist, dann will ich es auch halten. Nie wieder in der Kurve zurückgucken. Ja, also das ist eigentlich kostenlose Werbung für Nintendo, aber nein, die wollen ja auch noch Geld dafür erhalten. Aber große YouTuber wie PewDiePie, ja, der größte YouTuber, den es gibt, 35 Millionen Abonnenten, hat sich ja auch schon darüber beschwert über Nintendo. Und ja, dann wird es bald gar keine mehr auf YouTube geben, die Nintendo-Spiele Let's Playen. Und dann hat Nintendo den Salat, in dem keiner mehr die Spiele kauft. Und dann, ja, so schneiden die sich einfach ins eigene Fleisch. So, jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, dass wir Erster werden. Nein, Zweiter, schade. Aber ein Glück ist dieses Nintendo Creator Program nur in den USA momentan erhältlich, sodass wir hier in Europa davon noch nichts merken, da das gegen die Richtlinien verstößt. Also, wenn es wirklich nach Europa kommen sollte, dann kann es sein, dass hier auf dem Channel keine Nintendo Let's Plays mehr kommen. Und ja, das wäre auch schade, finde ich. Also hoffen wir, dass dieses Programm sich nicht in Europa durchsetzt und alles wie jetzt bleibt. Dass es keine Probleme gibt. Ich meine, Nintendo hier in Deutschland unterstützt sogar die kleinen YouTuber. Ich meine, YouTuber sogar mit 2.000-3.000 Abonnenten bekommen schon die Spiele von Nintendo geschickt. Vor Release-Datum. Eine Woche, glaube ich, zumindest. Habe ich mal gehört. Einige geben es zu, dass sie die Spiele bekommen. Andere verheimlichen es. Ist ja jedermanns Sache, okay. Das war's dann für die Nintendo News diesmal. Ja, jetzt könnten wir über einige Dinge hier auf dem Channel reden, aber was fällt mir im Moment nicht ein? Also es gefällt mir, dass die FIFA-Let's Plays bei euch ankommen, aber das werde ich auf jeden Fall weitermachen, da FIFA mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Nicht so wie die anderen Spiele. Ich meine, so Super Mario 3D World, ja. Ich finde, wenn man es einmal durchgespielt hat, reicht es auch und ja. Deswegen habe ich es abgebrochen. Ja, da ist einfach kein Spaß, man. Super Mario Bros. X habe ich nicht so das richtige Mario-Feeling, da das auch nicht original von Nintendo gemacht wurde, sondern dass es nur ein Fan-Made ist. Okay. Was habe ich noch abgebrochen? The Binding of Isaac? Boah, also ich habe es nur abgebrochen, weil sie es zu wenig angeschaut haben. Hätten sie es mehr angeschaut, da würde ich so weitermachen. Vielleicht irgendwann The Binding of Isaac Rebirth. Werde ich mit Tim zusammenlegen. Für alle, die Tim nicht kennen, das ist der Manager, Schrägstrich, Kumpel, Schrägstrich, Techniker, Schrägstrich, Idiot. Nein, Spaß.
Ja, steht auch in der Kanalinfo. Ich meine, die meisten von euch wissen noch nicht mal, dass wir einen Uploadplan haben in der Kanalinfo. Also schaut mal vorbei, da stehen genau die genauen Daten, wann welche Folgen rauskommen. Im Moment kommen nur FIFA, COC und Mario Kart 8. Mario Kart 8 nur einmal die Woche, da das so eine Newsrunde ist und man nicht alle zwei Tage News bringen kann. So. Also falls ihr mal Spielideen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Boah, ich bin trotzdem Erster geworden. Boah, Glück gehabt, Glück gehabt. Okay, wenn euch das Let's Play bzw. die Newsrunde gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Mario Kart mehr verpassen wollt, über ein Abo würde ich mich auch sehr gerne freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.